Hallo, ich bin der Tobias und ich möchte mir meinen eigenen kleinen Van bauen. Und jetzt habe ich erstmal ein kleines Modell gebaut. Und das möchte ich jetzt euch mal zeigen. Erst ein kleines Modell, das habe ich schon gebaut und dann in groß. Komm mit. So, das ist das Modell. Ja. Und das hat vorne eine Fahrerkabine. Da soll noch ein Bett drin kommen, das man per Seilzug hochziehen kann. Hier soll halt die Küche hinkommen, also Küche und Wohnzimmer. Dann hier meine Werkstatt für meine, weil ich baue Holz-Mountainbikes. Und dann ganz hinten noch eine Dusche, WC, und das ist halt der Gang. Soll nur eine Tür reinkommen. Ja, ich baue halt alles selbst. Die Räder baue ich auch selbst. Den Antrieb, den Motor, die ganze Mechanik. Ich will halt alles selbst bauen, ne? Ja. Jo. Wie wird das angetrieben dann? Über Biogas. Ja, also ich will Biogas herstellen und dann über Wärmeenergie, also ich will damit in einem Kessel Wasser erhitzen und das erhitzte Wasser tut dann Dampf produzieren. Der Dampf kommt durch eine kleine Düse rausgeschossen auf eine Turbine. Die Turbine dreht sich und die Turbine ist an einen Generator angeschlossen. Der Generator erzeugt Strom. Und der Strom wird dann an Elektromotoren weitergeschickt, die in den Rädern sitzen. Ne? Also soll eigentlich ein Elektroauto werden, nur ohne Batterie. Die Energie soll direkt erzeugt werden. Und die Energiequelle ist entweder Biogas oder Holz. Ne? Also ich will einen Holzofen auch reinmachen und wie gesagt, über die Wärmeenergie dann elektrische Energie erzeugen. Du hast irgendwas gesagt mit den Türen? Kommen keine rein. Also ist nur hier kommt nur hinten. Ist nur hinten ein Eingang, weil die Räder, die werden noch größer, weil da die Federung noch reinkommt. Deshalb werden die Räder noch größer und deshalb ist dann kein Platz für hier eine Tür. Ne? Deshalb ist der Eingang nur hinten. Und du willst auch die Räder selbst bauen, ja? Ja. Wie hast du dir das vorgestellt? Warte. Genau so. Aha. Da kommen dann noch, es ist jetzt noch nicht fertig, da kommen dann noch Dämpfer hier rein, ne? Dass dann die Federung direkt im Rad sitzt. Und der Elektromotor sitzt dann auch in der Nabe. Ist jetzt noch nicht verbaut, aber kommt noch. Ist jetzt erstmal ein kleines Modell. Wie groß wird der Van werden dann, wenn er richtig fertig ist, also in echt? 5,50 Meter lang, Innenraum 1,40 Meter und so außen so schätzungsweise 1,80 Meter. Ne? Ja. Wollte jetzt nicht zu breit machen, dass ich noch auf kleinen Forstwegen halt noch fahren kann. Besonders in Frankreich, in Pyrenäen oder so. Das sind ja die Straßen nicht so arg breit. Das sind so gleich nur so 2,50 Meter oder so. Dass ich auf so kleinen Straßen auch noch fahren kann. Ne? Welche Materialien wirst du insgesamt für deinen Van verwenden? Also die Karosserie, die wird komplett aus Holz gebaut, ne? Und Achsen, da werde ich wahrscheinlich schon Metall nehmen, ne? Irgendeine Bronze oder irgend sowas. Die Federung in den Radnormen, also in den Rädern, klar, die wird dann auch aus Bronze gegossen. Hab draußen auch einen Schmelzofen, ne? Wo ich halt Bronze erhitzen kann, also, und dann gießen in Formen. Aber hauptsächlich Holz, ne? Und hast du dir Gedanken gemacht, ob du darauf TÜV bekommst? Weiß ich noch nicht. Das wird eine Überraschung. Also Also, hast du noch nicht informiert? nee, ich habe es noch nicht informiert. Ich müsste mal anrufen und mal fragen, was die dazu sagen, ne? Wenn ich mir alles selbst bauen will, ne?
Aber hast du Hoffnung? Oder? Absolut, ja. Ja, also bauen werde ich es auf jeden Fall. Mhm. Ne? Und dann mal schauen. Ne? Mhm. Wann soll es fertig werden? Ich werde jetzt so schätzungsweise Mitte April mit dem Bau anfangen. Und wann ich fertig, weiß ich natürlich schon. Also zwischen Monat und 2 Monate werde ich wahrscheinlich doch brauchen. Ne? Für den ganzen Van? Ja. Ja, da bist du schnell dann. Ich hoffe es, ne? Ja, ja. Kann natürlich auch länger werden, aber ich hoffe es, dass ich es so in dem Zeitraum schaffe, ne? Mhm. Weil ich möchte im Sommer jetzt schon los. Mhm. Ich möchte reisen gehen. Hoffe, dass das auch möglich ist, da jetzt mit, dass die Grenzen offen sind, mit Corona. Und aber ich will so schnell wie möglich bauen, mhm. weil ich möchte los, ne? Mhm. Wo möchtest du hin? Erst nach Frankreich. Dann wahrscheinlich so in die Alpenregionen. Also erstmal Bikeparks abklappern. Mhm. Ne? Die Bikeparks und so. Erstmal über die Vogesen. Hier sind wir nicht weit von hier. Mhm. Vogesen. Dann runter. Und dann halt in die Alpenregion. Mhm. Und wenn du in die Alpenregion möchtest, wie viel PS wird das wird der Van eigentlich haben? Wie viel Power? Weißt du das? Das weiß ich jetzt nicht, aber ich denke, er wird nicht schnell fahren. Mhm. Also ich denke, so Maximalgeschwindigkeit 50 km/h. Mhm, aber er muss natürlich die Berge hochkommen, ja? Ja, wahrscheinlich ganz langsam. Ja. Da wird er wahrscheinlich mit 20, 30 km/h hochkraxeln. Mhm. Also ich werde dann auch auf keine Schnellstraßen oder Autobahnen damit dürfen. Will ich ja auch gar nicht. Mhm. Wahrscheinlich nur so Landstraßen und so kleine Bergstraßen, ne? Mhm. Werde ich damit fahren, ne? Mhm. Und Höchstgeschwindigkeit? Hast du da schon ungefähr eine Idee? 50 km/h. 50 km/h, okay, 50, ja. Denke ich, ne? Mhm. Das wird mir schon reichen. Mhm. Ja. Weil ich habe ja Zeit. Muss ja nicht irgendwo ganz schnell ankommen. Ne? Mhm. Ich will ja dauerhaft in dem Van leben, ne? Mhm. Und da reicht mir das, ne? Wie lange möchtest du unterwegs bleiben? Kurzreisen oder schon Langzeitreise? Langzeit. Mhm. Ne? Also es wird dann mein Zuhause. Mhm. Es wird mein Zuhause und wie lange weiß ich nicht. Also ich möchte das jetzt mal ausprobieren. Vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht kommt auch dort, vielleicht möchte ich auch dauerhaft drin leben. Vielleicht finde ich auch unterwegs ein Grundstück, wo ich Gemüse anbauen kann. Kann auch passieren und dann bleibe ich auch dort mit dem Van stehen, kann ja dann auch dort auf dem Grundstück damit stehen bleiben. Ich weiß es nicht. Ich lasse das nur alles so auf mich zukommen. Ne? Mhm. Und dann von unterwegs Geld verdienen? Oder was ist der Plan? Ja, da kommt eine Werkstatt rein und ich baue ja Mountainbikes aus Holz. Kann ich auch zeigen, wenn du möchtest. Ja. Also das hier wird der Rahmen. Ist noch nicht ganz fertig. Und mit Getriebe. Ne? Mhm. Mal so. Meine Getriebeschaltung. Ja. Und damit möchte ich mein Geld verdienen. Halt so meine Mountainbikes auf Handwerkermärkten verkaufen und im Internet halt. Ne? Das soll meine Einkommensquelle sein. Das wird meine Bandsäge. Ne? Und die kommt auch in Van rein. Ne? Zum Arbeiten? Ja, für mein Holz zu sägen, dass ich auch mir mein eigenes Furnier halt schneiden kann. Ne? Wenn Zahnräder unter ganz hohe Geschwindigkeit mit drehen, die sind furchtbar laut. Das ist das Schöne an Elektromotoren. Die brauchen kein Getriebe, kein Differential, ne? Und keine Kupplung, gar nichts. Die Energie, also der Strom, der wird dann direkt an die Motoren geschickt. Und das Schöne ist, bei Elektromotoren, die brauchen halt kein Getriebe. Wenn halt die Polzahl ziemlich hoch sind. Ne? Im Gegensatz zum Benzinmotor, ne? Der ja immer ein Getriebe braucht. Ne? Differential, Kupplung. Das fällt halt alles beim Elektroauto weg. Das ist das Schöne. So. Das ist der Motor.
Also hier, das soll ein Feuer sein. Das kann jetzt aus von Gas, also von Energiequelle von Gas kommen oder von Holz, Holzfeuer, ne? Ist jetzt egal. Das hier ist ein Kessel. Habe ich aber noch? Ja, das ist ein Kessel. Das hier soll Wasser sein. Das Wasser wird erhitzt und tut dann halt Wasserdampf produzieren und dann da hier die Turbine antreiben, die dreht sich, ne, und tut dann über Transmission hier in diesem Generator Strom erzeugen. Mhm. Ne? Und dieser Strom, der wird dann an die Elektromotoren weitergeleitet. Mhm. Habe ich auch schon irgendwo den Kessel? Den Kessel habe ich schon gleich. Das hier wird der Kessel. Okay. Kessel ist jetzt noch nicht fertig, aber da kann man eigentlich ein Bierfass nehmen. Ne? Das wird der Antrieb für den. Das wird der Kessel, wo das Wasser erhitzt wird. Ne? Für den Van. Also für den Van. Aber ist er nicht ein bisschen klein? Hm. Also ich weiß nicht, vielleicht könnte man tatsächlich ein Bierfass nehmen, oder? Also vielleicht reicht es ja auch, du bist der Experte, ich weiß nicht. Das dauert dann ziemlich lang, bis das Wasser erhitzt ist. So ist es schon nach 10 Minuten warm. Ja. Und wenn man so ganz großes Fass nimmt, das braucht ja bestimmt eine halbe Stunde oder vielleicht sogar noch länger, bis das Wasser dann erhitzt, ne? Und dann zum Verdampfen kommt. Ne? Deshalb würde ich mal erst mit so einem kleinen Kessel. Viel Erfolg. Dankeschön. Thank you.